Yo, Freunde, was geht ab? Neulich haben wir ja ein ziemlich außergewöhnliches Luftgewehr getestet, die Seneca Double Shot. Heute geht es genauso außergewöhnlich weiter, denn ich habe hier das nächste besondere Luftgewehr für euch, was ich heute vorstellen und testschießen werde. Es ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich, denn dieses Luftgewehr kann halbautomatisch und sogar vollautomatisch schießen. Das ist wirklich sehr krank. Also halbautomatisch, ich muss einmal das Magazin reinmachen und dann brauche ich nur noch den Trigger zu betätigen und so lösen sich halt die Schüsse. Einmal Trigger betätigen, ein Schuss, vollautomatisch. Lasst euch das jetzt auf der Zunge zergehen. Man macht das Magazin rein, man drückt den Trigger und dann ballert das komplette Magazin durch. Das ist so heftig. 6,35 mm Standard Bleikopf Diabolos kommen da rein. Habe ich schon erwähnt, dass das Ding Hudson Blitz heißt? Ich weiß nicht, aber falls ich es noch nicht erwähnt habe, das Luftgewehr nennt sich Hudson Blitz. Made in Türkei, glaube ich, falls ich mich nicht täuschen sollte. Ansonsten, Geschossenergie soll so 56 Joule betragen. Magazinkapazität, 19 Schuss passen da rein. 19 Schuss ist schon nicht übel. Was gibt es noch dazu zu sagen? So sieht das ganze Ding aus. Wir haben hier einmal einen wirklich sehr langen Lauf. Schalldämpfer ist schon mit integriert. Das bedeutet, wir können das Ding ohne Gehörschutz schießen. Hier oben könnten wir noch irgendwas montieren. Ansonsten haben wir hier noch eine Schiene, um etwas zu montieren. Zielfernrohr habe ich jetzt nicht draufgeklatscht. Ich werde nicht auf so große Distanz heute schießen. Das werden wir ein anderes Mal machen. Ich habe hier ein Red Dot draufgeklatscht. Ich denke, das wird heute ausreichen. Ansonsten hat man hier noch die Möglichkeit, links, rechts und auch unten etwas dran zu machen. Ich habe hier mich für einen Handgriff entschieden. Der ist jetzt nicht so schön, passt nicht so 100% da drauf, aber es ist einfach angenehmer, das halt so zu halten. Ist mir egal, wie es aussieht. Ich hatte nur diesen Handgriff gerade am Start, deswegen habe ich mich dazu entschieden. Was hier wirklich sehr angenehm ist, Schulterstütze ist gummiert. Der Griff hier, der ist auch wirklich sehr geil. Also im Großen und Ganzen, es liegt schön in der Hand. Ich glaube, wir werden heute damit richtig Spaß machen. Bevor es gleich weitergeht mit dem Luftgewehr, Freunde, Waffenvideos sind ziemlich werbeunfreundlich und Waffenvideos sind auch ziemlich teuer. Deswegen habe ich mir einen Sponsor mit ins Boot geholt und den stelle ich euch jetzt vor. AG1, ein Nahrungsergänzungsmittel, was mich jeden Tag dazu motiviert, Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen. Seit 2 Monaten nehme ich jeden Tag zusätzlich zum Frühstück ein Scoop AG1 plus 250 ml Wasser. Fertig, sehr praktisch und einfach. Dieser Scoop beinhaltet 75 Inhaltsstoffe, darunter Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln mit Nährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. AG1 unterstützt in vielen Gesundheitsbereichen, doch was mir persönlich am besten gefällt, ist, ich hatte früher immer so ein Mittagstief, musste mich oftmals hinlegen und jetzt habe ich das überhaupt nicht mehr. Also, ich fühle mich einfach fitter. Ihr könnt das risikofrei selbst ausprobieren, denn es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das bedeutet, wenn ihr feststellen solltet, es passt nicht zu euch, bekommt ihr wieder euer Geld zurück. Im Moment gibt es auch für meine Community eine exklusive Aktion. Geht dafür einfach auf drinkag1.com/johnnyhunt oder klickt unten den ersten Link in der Beschreibung. Dann bekommt ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat von Vitamin D plus K2 plus 5 praktische AG1 Travel Packs dazu. Neukunden bekommen außerdem noch eine Aufbewahrungsdose und einen Shaker zur Monatspackung. Also erster Link unten in der Beschreibung. Die Magazine, die sehen so aus. 3 Stück wurden mitgeliefert und was ja auch noch ziemlich cool ist, man kann die miteinander verbinden. Also jeweils 2 Stück miteinander verbinden. Das sieht dann so aus, das kann man dann ins Luftgewehr stecken und wenn man ein Magazin verballert hat, kann man das einfach direkt einmal rausziehen, umdrehen und weiterballern. Es gibt für die Hudson Blitz auch noch High-Cap-Magazine. Leider nicht auf Lager. Ich glaube, das hat knapp 30 Schuss oder über 30 Schuss. Ich werde versuchen, die mir zu besorgen. Full Auto 30 Schuss wären auf jeden Fall noch heftiger. Aber ich bin schon wirklich sehr zufrieden, dass ich heute Full Auto 19 Schuss schießen darf. Das wird ein wirklich sehr besonderer Moment für mich. Eine wirklich sehr große Sache für mich, aber eine sehr kleine Sache für die Menschheit.
Eine wichtige Sache noch, habe ich vor lauter Aufregung vergessen zu erwähnen, aber ich denke, ihr könnt es euch schon denken, denn man sieht hier ja den Tank. Es ist ein PCP-Luftgewehr, das bedeutet, da wird Luft reingepresst. Bis zu 250 Bar kann man da reinklatschen. Leider geht mein Kompressor, schafft mein Kompressor nur 200 Bar, deswegen haben wir nur 200 Bar drin. Das bedeutet, wir haben ein paar Schuss weniger. Keine Ahnung, wie viel Schuss man damit abgeben kann, bis die Leistung gemindert wird. Ich schätze mal so 60 sollten es sein, vielleicht auch 80. Irgendwie sowas um den Dreh. Naja, ich würde sagen, wir haben genug gequatscht. Schieben wir das Magazin rein und machen mal den ersten Testschuss. Erstmal halbautomatisch. Ich ziehe mir die Schutzbrille an. Ich baue kurz hier den Tisch auf. Oder Zielscheibe. Fangen wir mit einer Zielscheibe an. Let's go. Wir sind heute ganz minimalistisch unterwegs. Als Zielscheibe dient mir einfach ein weißes Blatt Papier. Ich entferne meine Kappe vom Red Dot. Mache es an. Magazin ist schon drin, ist wirklich sehr gut reingeflutscht, zeige ich euch nachher nochmal. Also als allererstes, halbautomatisch, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Auf die Plätze, fertig, erster Schuss. Oh, es ist sehr leise. Alter, ist das ein geiles Teil. Okay, alles klar. Mit dem Red Dot muss ich auf jeden Fall viel höher anhalten. Ich könnte mir das natürlich auch hier schön einstellen, aber hab kein passendes Werkzeug dabei. Müssen wir so hinkriegen. Ich sag's euch, das Ding ist echt ein ganz anderes Level. Let's go! Oh yeah! Oh yeah! Komm, ich hab noch ein, zwei Schuss. Das war's. Verschossen. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Oder was meint ihr? Man kann auch sehr schön sehen, dass die Schüsse nicht so sehr gestreut sind. Also ich denke, damit können wir arbeiten. Lasst uns mal die ersten Schadentests machen. Boah, die Löcher, die sind auch nicht gerade klein, finde ich. 200 Bar hatte ich am Anfang drin. Nach 19 Schuss sind wir jetzt bei, ja, ich würde sagen, 160 ungefähr. Machen wir das nächste Magazin rein. Zack. Und jetzt? Schaut euch das an, wie geschmeidig das da durchgerutscht ist. Genau so muss das sein. Amy ist übrigens auch mit dabei, heute meine Schießaufsicht. Genau, hi Leute. Schatz, kannst du mir einen Gefallen tun? Welchen? Kannst du den Tisch hinten mal aufstellen, damit ich Sachen draufstellen kann? Ja, klar. Ach Freunde, was will ich nur tun, wenn ich Amy nicht hätte, ey. Den Tisch selbst aufstellen. Komm, machen wir mal als erstes den Ballistik-Gel-Test. Und dann gucken wir mal, wie tief die Geschosse eindringen. Und ich würde mal sagen, ich werde direkt Full Auto ein paar Schuss reinknallen. Ich glaube, das wird sehr brutal. Ich stelle auf Full Auto endsicher das Luftgewehr. Und jetzt würde ich sagen, wir schießen wieder hier aus nächster Nähe, so wie gewohnt. Dann können wir das mit den ganzen anderen Luftgewehren vergleichen. 3, 2, 1. Oh, ich bin aufgeregt, Freunde. Ich bin einfach aufgeregt. Erstes Mal Full Auto. Hat übrigens so gut wie gar keinen Rückstoß. Also man braucht keine Angst zu haben. Ich bin gespannt, wie schnell das jetzt gehen wird. Ich drück ganz kurz den Trigger. Let's go. Oh. Wie viel Schuss waren das jetzt schon, ey? 3 Schuss, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir uns den Ballistik-Gel-Block an. Aber erst die Slow-Motion-Aufnahme. Ist das geil, Freunde. Das ist sowas von geil. Waren sogar 4 Schuss. Da sind sie sehr nah beieinander natürlich und auch sehr tief eingedrungen. Ich würde sagen, etwas mehr als die Hälfte, also knapp 60 Joule, das haut schon hin. Das haut wirklich schon hin und das haut mich vom Hocker. Ich denke, man merkt es mir an. Es ist einfach ein sehr geiles Teil. Ey, ich bin so gehypt. Das Ding macht so Bock, Alter. Halbautomatisch ist ja schon übertrieben geil, aber vollautomatisch. Boah, ich brauche mehr halbautomatische Luftgewehre. Das geht so nicht weiter. Da steht unser nächstes Ziel, der Betonblock. Und mit Beton meine ich die ganze Zeit Porenbeton.
Ja, ist kein wirklicher Beton, aber Yton ist das auch nicht. Ich glaube, das nennt sich Pornbeton oder vielleicht auch Kalkstein. Ich weiß es nicht. Das Ding ist auf jeden Fall nicht so hart wie Beton, aber es ist schon hart. Also nur so zum Verständnis. Soll ich Full Auto draufknallen? Ja, wir machen Full Auto. Let's go. Soll ich direkt das ganze Magazin durchballern? Also die 15 Schuss, die noch drin sind? Ja, ja, genau so machen wir es. Auf die Plätze, fertig. Oh, ich hatte nicht mehr auf Full Auto. Mein Fehler. Hey, warte. Nur noch 14 Schuss. Entschuldigung, geht raus an das Filmset hier, was nicht vorhanden ist. Mein Fehler. Okay, weiter geht's. Weiter geht der Film. Jetzt Full Auto. 14 Schuss, Freunde. Auf die Plätze, fertig. Oh, oh mein Gott. Alter, das ist so geil. Schlechte Neuigkeiten, mein Filmteam hat verkackt, Slow-Motion-Taste zu drücken. Aber kein Problem, ich regel das, ich balle einfach nochmal da drauf, aber diesmal ganze 19 Schuss. Auf die Plätze, fertig. Boah. Das waren schon 19 Schuss. Wow. Es ging so schnell. Es ging abnormal schnell. So, Magazin ist draußen, Luftgewehr ist gesichert. Erstmal Slow-Motion-Aufnahme, dann schauen wir uns den Porenbeton an. Wow, die 19 Schuss werden echt verdammt schnell durchgeballert. Ich habe beim zweiten Mal versucht, nicht auf eine Stelle zu halten, sondern ganz kurz hoch und runter gemacht. Ich denke, das sieht man auch. Und ey, das Ergebnis, das kann sich mehr als sehen lassen. Was meint ihr? Wir haben schon richtig ordentliche Löcher da reingefressen. Heftig. 57 Schuss haben wir durchgehauen und ich glaube, ein Magazin geht auf jeden Fall noch. Das bedeutet dann ja, wenn man 250 Bar reinklatscht, würde man 5 Magazine locker durchballern können. 95 Schuss. Das ist nicht übel, ey. Das ist sehr gut sogar, finde ich. Alle 3 Magazine sind leer. Das bedeutet, wir müssen ihn wieder auffüllen. Dazu gibt es hier ein richtig cooles Teil. Und zwar kann man das hier einfach abnehmen. Dann hier hinten auch das Magazin draufstecken und somit kann man das richtig angenehm, wenn man 2 Hände zur Verfügung hat, richtig angenehm spannen. Aufmunitionieren geht wirklich sehr einfach. Deckel aufmachen, einmal bis zum Ende spannen. Dann macht man hier den ersten Schuss rein, zack, kann loslassen, das Ding bleibt gespannt. Und jetzt füllt man nur noch den Rest auf. Ist ein bisschen zeitaufwendig, gerade wenn man 3 Magazine voll machen muss. Keine Ahnung, ob es da einen Speedloader für gibt. Aber ein kleines Päuschen schadet ja auch nicht. Mal ein bisschen runterkommen von dem heftigen Luftgewehr. Und dann machen wir sofort weiter, wenn die 3 Magazine voll sind, Freunde. Ich bin gespannt. Magazine sind wieder voll. Machen wir das Ding rein. Oh, es rutscht einfach so gut durch. Wisst ihr was? Ey, Handgriff und Rotpunktvisier. Diese Kombination gefällt mir richtig gut auf der Hatzan Blitz. Ist zwar nicht das schönste Rotpunktvisier und nicht der schönste Handgriff, aber ich kann mich ja noch verbessern. Vorne habe ich jetzt 10 Dosen platziert. Ich werde jetzt halbautomatisch schießen und mal gucken, wie schnell ich die wegballern kann. Ich gebe mein Bestes. Wie gesagt, das Rotpunktvisier ist nicht so genau. Aber ich weiß ungefähr, wie ich anhalten muss. Wir legen einfach los. Auf die Plätze. Fertig. Ups. Das war nicht halbautomatisch. Hoppala. Jetzt aber. Oh yeah. Alter. Nur einmal daneben geschossen. Das Ding. Ich bin sprachlos. Ey, wenn ihr da keinen Daumen hoch da lasst, ey, dann habe ich die Hoffnung in die Menschheit verloren. Ey, Aimi. Ja. Ich liebe dich über alles und so. Und du bist eine tolle Frau. Und wir passen echt perfekt zusammen. Und wir haben so viel Spaß und alles, ne? Aber ich habe jetzt einen neuen Schatz. Das tut mir echt leid. Oh, Hatzan Blitz. Heute Nacht kuschen wir zusammen im Bett. Und wir schießen den ganzen Tag. Wir werden so viel Spaß haben. Hey, yo, einfach die erste Dose mit voll Auto zerberstet. Und dann, ach, es ist geil, ey. Man merkt schon, dass das ein geiles Luftgewehr ist.
weil es sich einfach geil schießen lässt. Ihr habt's gesehen. Bestes Trefferergebnis. Ich habe eine Idee. Wir nehmen uns hier eine Holzplatte. Die ist auch gar nicht so dünn, würde ich sagen. Ist von dem Schrank, den ich mit den Böllern weggesprengt habe. Also hier gepresstes Holz. Die restlichen Schussmagazin ballere ich jetzt halbautomatisch da durch. Und dann versuchen wir das mal vollautomatisch durchzusägen. Mal gucken, was passieren wird. Ich stelle das hier erstmal ganz entspannt auf. Und halbautomatisch, let's go. Ach, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß beim Schießen. Ich hatte auf jeden Fall schon gesehen, wie die Fetzen geflogen waren. Es waren insgesamt 6 Schuss. Schaut euch das an, ey. Das sieht schon brutal aus. Freunde, ich glaube, wir können das tatsächlich sägen beim Schießen. Wisst ihr, was das wird? Das wird jetzt die Prüfung meiner Försterausbildung. Ich muss beweisen, dass ich in der Lage bin, mit dem Hatzan Blitz Luftgewehr Holzplatten durchzusägen. Ich stelle das Ding auf Full Auto, locker aus dem Handgelenk, ein Schwenker von links nach rechts, auf die Plätze, fertig. Oh, ich habe ein bisschen zu schnell geschwenkt, glaube ich. Ich glaube, ich wäre jetzt durchgefallen. Aber ich habe glücklicherweise noch eine zweite Chance bekommen. Wisst ihr, was ich jetzt gleichzeitig ausprobieren möchte? Ich mache hier mal das zweite Magazin dran. Wie geht das nochmal? Ah, so rum, oder? Nein. So? Nein. So? Ja. Also die Magazine sind miteinander verbunden. Ich spanne das und dann können wir das Ding einfach so umdrehen. Zack. Oh yeah. Ganz schön praktisch. Zweiter Versuch. Das war schon besser, würde ich sagen. Schaut euch das an, Freunde, ey. Also wenn man mehr Schuss zur Verfügung hätte, dann könnte man das tatsächlich durchsägen. Das ist absolut krank. Leider musste ich an dieser Stelle feststellen, dass ich kein Förster werde. Ich glaube, ich bin bei der Prüfung durchgefallen. Aber so für einen YouTuber reicht das noch. Oh, oh, schlechte Nachricht. Ich habe hier meine Flasche dabei, aber da ist nicht mehr so viel Luft drin. Das bedeutet, wir haben nicht mehr allzu viel Schuss, aber auch nicht mehr allzu viel Munition. Ich würde sagen, wir ballern noch so viel es geht und irgendwann wird es definitiv noch einen zweiten Teil geben. Es macht einfach unnormal viel Spaß, damit zu schießen. Der nächste Kandidat ist eine Ananas. Auf die werde ich halbautomatisch schießen. Das Holzbrett lasse ich einfach hinten stehen und wir gucken mal, wie wir die durchsieben werden. Oh oh, die Munition hat noch nicht mal für 2 volle Magazine gereicht. Ist wirklich sehr ungewohnt, dass die Schuss so schnell weggehen, aber ist halt vollautomatisch. Was will man da erwarten, ne? Durch den Griff kann man das Luftgewehr auch wirklich sehr bequem halten und an sich abstützen. So, machen wir das nächste volle Magazin rein. Ich stelle auf halbautomatisch und dann verpasse ich der Melone mal ein paar schöne Schüsse. Oh yeah. 2 witzige Sachen. Ich habe einfach statt Ananas Melone gesagt, weil hey, normalerweise schieße ich nur auf Melonen, nicht auf Ananas. Ist für mich was ganz Neues. Ist schon wirklich sehr lange her, dass ich eine Ananas zerberstet habe. Oh, wir haben ein Problem. Ich habe etwas zu tief angehalten. Wir haben einfach durch den Tisch geballert und die Ananas, Alter, die hat er ja kaum einen Schuss abbekommen. Aber es waren Durchschüsse. Was? Da steht schon der nächste Kandidat bereit. Der kleine Tresor, den bisher nur die Armbrust durchballern konnte. Ich gebe ihm ein paar Schuss. 3, 2, 1. Oh oh. Oh yeah. GoPro, du hast einen Abpraller bekommen. Lebst du noch? Oh ja, du lebst noch. Das ist sehr gut. Ich glaube, am Anfang ein bisschen zu tief angehalten. Mal wieder der Tisch. Boah, der wird nicht mehr lange leben. Ey, schaut euch das mal an. Da ist ein Geschoss eingerastet. Alter, wie platt das ist. Heftig.
die Kugel konnten wir rausballern. Ansonsten der Tresor, der ist schon ordentlich eingedellt. Aber durchballern konnten wir jetzt nicht. Das letzte nicht ganz volle Magazin mit nur 17 Schuss widme ich mit Liebe Melonski. Ihr wisst, Freunde, Melonski darf bei solchen Waffenvideos auf gar keinen Fall fehlen. Full Auto rein in Melonski und noch zusätzlich, glaube ich, durch die Holzplatte. Ich werde ihm richtig hart geben. Ich komme einfach nicht drauf klar, wie viel Spaß das macht, ey. Ich brauche unbedingt die Highcap-Magazine. Ich glaube, damit würde das Ganze noch mehr Spaß machen. Also, 17 Schuss, vollautomatisch, 3, 2, 1. Oh. Wow! Alter! Unerwartet! Unerwartet heftig! Oh oh, ich glaube, Melonski ist verblutet. Nicht nur verblutet, sondern auch komplett durchlöchert. Alter, ich habe die Wucht ein bisschen unterschätzt. Aber genau deswegen machen wir solche Tests hier. Genau deswegen stelle ich eine Melone dahin, damit wir sehen, was das für einen heftigen Schaden anrichtet. Ich meine, schaut euch das an. Das ist brutal. Die GoPro auch hier komplett voll. Und ansonsten, Alter, ist das geil. Einige Geschosse sind stecken geblieben. Das ist ja mal mega geil. Wow. Ich habe keine Munition mehr, aber ich denke, das war ein erfolgreicher Tag. Ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Hatzan Blitz, richtig schönes Luftgewehr, gefällt mir sehr gut. 10 von 10. Mir fehlen die Worte, ey. Es macht einfach so viel Spaß, damit zu schießen. Ich bin hin und her gerissen, ob mir die Seneca Double Shot besser gefällt oder hier Hatzan Blitz. Beides geile Luftgewehre, komplett unterschiedlich. Wow, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare dazu. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut unterhalten, war sehr actionreich. Und vielen Dank an den Sponsor AG1. Link ist unten in der Beschreibung, Freunde. Gönnt euch, wir sehen uns die Tage wieder. Peace.